Hallo zusammen, schön, dass ihr heute dabei seid bei der ersten Folge Freibergers Küchenbasics. Wir machen heute zusammen Rouladen Hausfrauenart. Ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier. Und mit den Skills, die ihr heute von mir bekommt, könnt ihr in Zukunft alle Schmorgerichte richtig professionell und zuverlässig meistern. So, also wir machen heute ganz klassische Rouladen Hausfrauenart. Was brauchen wir dazu? Eigentlich ganz einfach, im Großen und Ganzen nur 4 Zutaten. Wir haben einmal das Rouladenfleisch. So schaut es aus, nicht zu dick und nicht zu dünn geschnitten. Wir haben jetzt hier was Schönes von der Ferse, schön marmoriert. Das Gute ist jetzt, wir haben es aus der Oberschale, das ist das edelste Stück für Rouladen. Dann brauchen wir ein bisschen Speck. Süß-saure Gurken und Zwiebeln. Senf, Pfeffer und Salz als Gewürze auch noch bereithalten. Und zum Schluss Bindfaden und noch ein bisschen Mehl. Für was wir das Mehl brauchen, zeige ich euch gleich. Also, es gibt 1000 verschiedene Arten, dadurch, dass das auch ein sehr weit verbreitetes Gericht ist, wie man die Rouladen richtig füllt. Ich bin eher der Typ, ich mag es eher ein bisschen feiner, deswegen nehmen wir die süß-sauren Gurken und die Zwiebeln und schneiden die relativ fein. Ich habe schon Variationen gesehen, da schneidet man die Rouladen, da füllt man die Rouladen mit fast ganzen Gurken. Die werden eigentlich nur geviertelt mit ein paar Streifen Zwiebeln rein und dann rein in die Rouladen. Wir machen das heute einfach anders. Ich mag das ein bisschen feiner, ein bisschen filigraner, deswegen nehmen wir die Gurken und schneiden dann da schöne Streifen davon. Sieht schon mal ziemlich gut aus. Dann eine Zwiebel. Von den Zwiebeln könnt ihr ruhig immer ein bisschen mehr haben. Die können wir nachher auch noch schön mit reinbraten. Also bei den Zwiebeln keine Angst, brauchen wir auf jeden Fall. Also nicht erschrecken, wenn es ein bisschen mehr ist. Für die Soße sind Zwiebeln immer gut. So. Da haben wir die meiste Vorbereitung jetzt eigentlich auch schon gemacht. Jetzt legen wir unsere Rouladen schön auf dem Brett aus. Dann brauchen wir Pfeffer und Salz. Das ist jetzt eine fertige Mischung. Passt. Dann kommt unser Speck drauf. Ich mag das immer lieber ein bisschen mehr Speck als zu wenig Speck. Und auch lieber ein bisschen durchwachsenen Speck, anstatt den ganz mageren. So, dann geht es auch schon weiter. Als nächstes brauchen wir die Zwiebel. Auch wieder nach Geschmack, je nachdem, wie ihr sagt, Zwiebeln schmecken wir eher nicht so, aber ein paar Zwiebeln müsst ihr reinmachen. Oder Zwiebeln sind genau mein Ding. Dann könnt ihr da gerne so viel reinmachen, dass die Roulade fast platzt. Und dann als nächstes die Gurken drüber. Jetzt kommt das Wichtige, jetzt müssen wir das Ganze so einrollen, damit es auch funktioniert. Und zwar als allererstes die äußeren Enden nehmen und leicht nach innen falten. Ihr dürft dabei eure Füllung auch schon ein bisschen drücken. Das passiert jetzt dann eh gleich. Auch von der anderen Seite. So.
So schaut das Ganze dann aus. Dann auch vorne und hinten nochmal eindrehen. So. Und jetzt wird das Ganze eingerollt. Schön festdrücken. Also eure Füllung gleich mit reindrücken, damit die schön fixiert sind. Später durch den Garverlust wird es eh alles viel kleiner. Also jetzt darauf achten, dass ihr das schon alles schön klein drückt. So. So. Jetzt haben wir die Roulade erstmal gefüllt. Fixieren. Dann kommt der Bindfaden zum Einsatz. Einmal oben rum. Schön festmachen. Dann einmal außen rum. Jetzt hier einen Doppelknoten. Schon ist unsere Roulade fertig. Wieder zurückdrehen. So schaut das ganze gute Stück dann aus. Jetzt haben wir unsere Rouladen fertig gefüllt. Jetzt geht es damit ab in den Grill oder in den Ofen. Zunächst müsst ihr die Rouladen anbraten. Wir haben ein typisches, klassisches Schmorgericht. Das heißt, erst wird angebraten und dann mit viel Feuchtigkeit fertig gegart und weich gegart. Okay? Und jetzt kommt auch das Mehl zum Einsatz. Bevor wir unsere Rouladen jetzt dann gleich anbraten, wenden wir sie im Mehl. Das gibt erstens eine schöne goldbraune Farbe und zum anderen bindet es dann auch gleich die Soße noch richtig lecker ab. Okay? Also von daher erst im Mehl wenden, dann von allen Seiten anbraten und dann habe ich heute Nacht noch einen schönen Fleischfond gegossen. Da könnt ihr aber auch Fixprodukte nehmen. Damit wird das Ganze dann aufgegossen, zugedeckt und dann lässt man es ungefähr 1 bis 1,5 Stunden einfach nur schmoren. Und danach schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, also, da kommt unser Öl jetzt rein. Unsere Roulade im Fett gewendet. Geben wir da drauf. Unsere Rouladen sind jetzt im Bräter, die werden jetzt rundherum goldbraun angebraten. Einfach aus dem Grund, die Röstaromen sind gut fürs Fleisch und vor allem auch nochmal für die Soße, geben die noch den extra Kick. Also lasst euch da Zeit, lasst sie nicht schwarz werden, aber schön goldbraun von allen Seiten jetzt mit der Mehlkruste anbraten. Unsere Fleischbrühe, die geben wir jetzt da schön rein. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Wir haben jetzt keinen passenden Deckel für unsere Bräterform hier, aber wir nehmen Alufolie. Die macht sich auch einwandfrei da drauf. Jetzt stellen wir das Ganze indirekt auf unseren Grill drauf. Das heißt, unten drunter ist keine Hitze mehr. Rechts und links, damit wir eine schöne Temperatur im Garraum bekommen, stelle ich auf kleiner Flamme. Und die äußeren laufen auf voll, damit wir das bei ungefähr 180 Grad indirekt schön fertig schmoren lassen. Das Ganze muss jetzt ungefähr eine Stunde da drinnen sein. Danach schauen wir mal rein. Passt immer ein bisschen auf. Es darf auf keinen Fall Hitze von unten zu viel kommen. Nicht, dass wirklich noch der gute Fleischfond, den wir reingegeben haben, verdunstet. Und unsere Rouladen brennen auch dann an. Also das müsst ihr auf jeden Fall vermeiden und einfach schauen, dass die Flüssigkeit und die Feuchtigkeit drinnen bleibt. Deswegen auch euren Garraum, also in dem Fall den Bräter, wirklich gut verschließen mit der Alufolie, damit die Feuchtigkeit auch drinnen bleibt. Ansonsten haben wir ein schlechtes Schmorergebnis. So, unsere Rouladen haben jetzt gut 1,5 Stunden, besser gesagt eine gute Stunde, fast 1,5 Stunden geschmort. Jetzt schauen wir mal, was bei uns da rausgekommen ist.
Na, wie sieht es aus? Ich habe gesagt, super lecker. In der Zwischenzeit habe ich auch noch ein paar Klöße vorbereitet. Die servieren wir jetzt dann gleich dazu. Aber jetzt noch wichtiger, was wir davor noch machen müssen, ist unsere Soße abbinden. So, hier haben wir unser Töpfchen. Das kommt jetzt auf die Flamme. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Speisestärke vorbereitet. Die muss in kaltem Wasser angerührt werden. Wichtig ist, wenn ihr Speisestärke auflöst, also Kartoffelstärke, achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall kaltes Wasser nehmt, sonst klumpt es euch. Und das Ganze, diese Suspension, dann in eure Soße reingeben. Wenn es aufkocht und anzieht die Soße, dann sofort runter, ansonsten brennt euch die Soße unten an. Deswegen immer ein bisschen rühren und wenn ihr die Speisestärke zugegeben habt, dabei bleiben, nicht weggehen. Hier noch ein paar Klöße. Zwei Teller. So, jetzt kommen wir zu unserer Roulade. Hier müssen wir erst den Küchengarn entfernen. Aber das geht ja ganz einfach. Jetzt schauen wir mal innen rein, wie es da ausschaut. Jetzt müssen wir mal probieren, wie Freiberger's Basics auch schmecken. Ich freue mich jetzt schon richtig. Das Fleisch brauchen wir eigentlich kaum schneiden, können wir mit der Gabel zerdrücken. Butterweiches Fleisch, dann kommt der Speck. Abgerundet mit Zwiebel und Gurke, eingedicht. Einfache Küche, richtig gut umgesetzt, hat auch für euch zu Hause bestimmt den Erfolg gebracht. Wenn ihr es nachgekocht habt, schreibt es mir in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ihr wollt mehr Fleisch? Abonniert mich und ich schmeiß wieder was auf den Grill.